Schippi, Derby, 2 Tore, beide vor der Süd, 4-0 gewonnen. Gibt es noch irgendwas, was den Tag heute hätte toppen können? Noch mehr Gänsehaut geht, glaube ich, nicht. Es ist einfach, ich habe es gerade schon bei Magenta gesagt, es ist ein traumhaftes Gefühl. War schon gegen Bochum, wenn du vor der Kurve triffst, dann die Jungs oben siehst, die wir jetzt glücklicherweise vor 2-3 Wochen kennengelernt haben, die dann aufs Wappen klopfen und auf dich zeigen, das ist schon heftig. Hat Spaß gemacht und so kann es weitergehen. Das dritte Tor hast du auch noch vorbereitet, aber Hand aufs Herz, wie sehr hat es gejuckt, da noch so einen Hattrick draus zu machen? Na, gar nicht. Also das Tor gönne ich eigentlich von Herzen, lege ich uneigennützig quer. 2 Tore langen mir auch, Hauptsache wir gewinnen das Ding und weiter geht's. Was hat uns heute so gut gemacht? Was können wir mitnehmen für Dienstag? Ja, wir waren in den richtigen Momenten einfach kaltschnäuzig. Das Wetter hat uns natürlich auch ein bisschen in Karten gespielt. Früh ist 2-0, dann wird es für den Gegner auch schwer. Aber wir haben das ja sehr souverän gemacht. 4-0 im Derby ist schon eine Ansage. Was wird jetzt die größte Herausforderung für Dienstag? Ja, das dort annehmen. Ich denke, es ist kein einfacher Gegner, es ist auch ein Aufsteiger. Es wird nicht leicht und ja, geben wir Gas. Aber heute Abend genießen wir erstmal ein bisschen, ja, oder? Definitiv. Danke. Sehr gut, viel Spaß dabei. Ciao.